Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und wieder recht herzlich willkommen bei Yarafid im Hardware-Checker. Ich bin heute wieder für euch outside unterwegs, wie ihr sie hier schon gesehen habt, im schönen Oktoberherbstwald. Wobei Oktoberherbstwald ist vielleicht noch ein bisschen übertrieben gesagt, es ist noch ziemlich grün für Herbst, aber Herbst ist trotzdem schon. Und ich habe mich natürlich auch wieder passend angezogen zu meinem Produkt, denn wir schauen uns heute das Fractal Design Core 4000 in der USB 3.0 Variante an. Erstmal ein Dankeschön an Fractal Design, die haben mir dieses Gehäuse in meinen Test zur Verfügung gestellt. Und wie ihr das natürlich dann schon kennt, werfen wir einen Blick ins Innere, auf das Äußere, was passt alles rein, beziehungsweise gibt es natürlich dazu dann noch jede Menge Fotos. Einen ausführlichen Test findet ihr natürlich dann auch im Forum von PCGH Extreme, wenn ich ihn fertig getippt habe. Das mache ich allerdings nicht hier. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass ihr das Video weiterhin verfolgt. Mir bleibt nur noch zu sagen, viel Spaß. Ich ziehe mir jetzt noch eine Mütze auf, weil es hat hier angenehme 8 Grad oder so irgendwas. Ich möchte ja nicht, dass mir die Ohren abfrieren. In diesem Sinne, bis gleich. So, da sind wir wieder mit dem Fractal Design Core 4000. Wir fangen nun mit der Front hier an. Die habt ihr jetzt hier neben mir, beziehungsweise vor uns, wie auch immer. Auf jeden Fall Front natürlich, wie von Fractal Design gewohnt, recht schlicht gehalten. Hier vorne mit Meshgitter. Unter diesem Bereich befinden sich die beiden Lüfter, die ihr in der Front montieren könnt. Davon ist 140 mm Lüfter vorinstalliert und 120 mm Lüfter kann noch optional dazu installiert werden. Im oberen Bereich finden wir zwei 5,25 Zoll Schächte für euren DVD-Brenner, für euren Blu-ray-Brenner oder im einen ist auch ein Einbauraum drin, da könnt ihr auch noch zum Beispiel eine 3,5 Zoll Festplatte reinmachen, wenn euch die Einschübe nicht reichen sollten. So sieht die Front aus, wenn sie noch nicht abgezogen ist. Die kann man nach vorne einfach abziehen, das mache ich jetzt gerade mal, wenn ich es hinkriege. Mit etwas leichter Gewalt geht alles. Das war jetzt ein bisschen zu viel leichte Gewalt, aber okay. An der Lüfter ist normalerweise, ich zeige euch das gerade mal, in die Front hier vorne reingeklemmt mit diesen Klammern. Hier oben 140, hier unten 120. Die ist natürlich mit Staubfiltern hier versehen. Und so sieht dann der Lüfter aus, wenn man das mit leichter Rohrgewalt rausgenommen hat. Da ist es natürlich noch nicht angeschlossen, deshalb kann man den da gerade mal rauszwirbeln. Das ist ein 140 mm Lüfter von Fractal Design. Wie ihr seht, so wie er auch schon im Deckel verbaut wurde. Dann natürlich, so sieht die Front aus, wenn man die Frontplatte mit leichter Gewalt entfernt hat. Dies ist hier mit Nasen fixiert eben. Hier habt ihr noch die Möglichkeit, wie gesagt, einen 120 mm Lüfter reinzupacken. Ebenfalls habt ihr hier einen Blick frei auf die Festplattenkäfige, die ihr hier seht. Hier könnt ihr bis zu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Festplatten verbauen. Den oberen Käfig könnt ihr natürlich auch rausnehmen, falls ihr lange Grafikkarten einbauen wollt. Das schauen wir uns aber dann noch an, wenn wir ins Gehäuse reinschauen. Dann vielleicht auch noch sehr schön bzw. interessant ist, das hier ist das I/O-Panel. Das ist nicht mit der Front verknüpft, sprich, wenn ihr die Front abzieht, habt ihr nicht, wie ihr gesehen habt, das ganze Kabelgewehr in der Hand, sondern das ist hier extra oben eben angeschraubt. Zum I/O-Panel komme ich aber dann, wenn ich mir den Deckel anschaue. In diesem Sinne, das wär's zur Front und dann machen wir gleich mit dem Deckel weiter. So, nachdem wir die Front angeschaut haben, werfen wir nun einen Blick auf die Oberseite des Core 3000 USB 3.0. Ich habe das Ganze jetzt mal rumgedreht, dass man das besser sieht. Hier oben erstmal das Frontpanel, wie eben vorhin schon wieder angesprochen, nicht in die Front integriert, sondern ist eben am eigentlichen Gehäuserahmen fest montiert. In der USB 3.0 Variante natürlich hier zwei USB 3.0 Boxen, zwei USB 2.0 Boxen, ein Powerschalter, ein Reset-Schalter, eine HDD-LED, einen Kopfhörerausgang und einen Mikrofoneingang hier. Kleiner Kritikpunkt wieder von mir, dieser Reset-Schalter ist immer noch so klein, dass ich den eigentlich nicht eindrücken kann mit normalen Fingern. Den könnte man mal etwas größer machen bei Gelegenheit. Powerschalter ist groß genug, den kann man wunderbar reindrücken und hier ist auch noch die Power-LED dazu integriert. Ansonsten natürlich besteht der Deckel großteils aus einem geschlossenen Stahlblech bis eben auf diese Lüfteröffnungen hier, wie ihr es sicher schon gesehen habt. Hier könnt ihr entweder 240 mm Lüfter montieren oder auch 220 mm Lüfter, das sind dann diese Bohrungen hier, beziehungsweise 140 diese hier. 140 mm Lüfter ist schon vorinstalliert über der Position eures CPU-Kühlers, der ist ja meistens hier unter diesem Lüfter, je nach Mainboard natürlich. Ebenfalls natürlich könnt ihr hier oben montieren zum Beispiel einen Dual-Radiator von eurer Kompaktflüssigkeitskühlung oder auch einfach einen normalen Radiator, je nachdem natürlich, was ihr dann mit dem Gehäuse so Schönes vorhabt. Das wäre es wie gesagt soweit zur Oberseite, da gibt es nicht mehr zu sagen, außer dass ihr hier genug Belüftungsmöglichkeiten habt, um eine optimale Kühlung zu gewährleisten. Dann sehen wir uns gleich mit der Rückseite wieder. Bis dahin! Die Rückseite des Core 4000 natürlich.
Die Rückseite des Fractal Design Core 3000 USB 3.0 ist natürlich nach dem heutigen ATX-Standard aufgebaut. Wir finden im unteren Bereich die Netzteilöffnung für normale ATX-Netzteile. Das Teil wird mit bis zu 4 Schrauben hier fixiert natürlich dann. Dann finden wir hier 2 Schlauchdurchführungen für zum Beispiel eure Wasserkühlung oder auch wenn ihr einen außenstehenden Radiator habt oder einen Kühlturm oder sonst irgendwas, könnt ihr da die Schläuche eben rausführen, ohne dass ihr da rumbohren müsst. Dann natürlich hier die 2, 4, 6, 7 PCI-Öffnungen für eure, zum Beispiel für eure Grafikkarten oder auch eure sonstigen Erweiterungskarten, Soundkarten, TV-Karten oder was ihr sonst noch Schönes im PC drin habt. Und dann natürlich hier der ATX-Ausgang für die Ausgänge des Mainboards wie USB, PS2, LAN und Audio-Ausgänge. Und daneben natürlich eine Lüfteröffnung für einen 120mm Lüfter. Da ist, wie ihr sicher schon auch gesehen habt, einer eben vormontiert davon. Auch noch interessant vielleicht an der Rückseite. Ihr seht hier die 4 Rändelschrauben, mit denen die Seitenteile fixiert sind an dem Gehäuse. Wenn ihr die löst, könnt ihr die Seitenteile einfach mit Hilfe dieser Nasen hier nach hinten abziehen. Und dann sind die gelöst. Die Netzteilöffnung bzw. das Netzteil, das hier verbaut wird, hat natürlich nach unten auch hinten auch noch einen Staubfilter, dass da kein Staub reinkommt. Das schauen wir uns dann gleich an, wenn wir uns jetzt gleich dem Boden des Core 3000 widmen werden. In diesem Sinne, bis gleich. Schlussendlich sieht dann unser Fractal Design Core 3000 für unten so aus, wie ihr das jetzt hier neben mir seht. Wir haben hier 4 Füße, die für einen sicheren Stand des Gehäuses sorgen, auch wenn darin Hardware verbaut ist. Dann, wie angesprochen, hinten der Staubfilter, den ihr einfach nach hinten rausziehen könnt, wie ihr hier seht. Zum einfachen Reinigen zum Beispiel, wenn euer Netzteil mal ein paar Monate gelaufen ist, da ist sicher jede Menge Staub drin, wenn es am Boden steht. Dann hier unten noch eine weitere Lüfteröffnung für einen 120mm Lüfter am Boden. Hier ist ein bisschen schade, dass hier kein Staubfilter vorhanden ist, weil, wie eben angesprochen, wenn das Gehäuse so auf den Füßen steht, wie es normal dastehen sollte, dann habt ihr von dem Boden eben diese, na, was ist das hier, 2 cm Platz maximal und da sammelt sich natürlich dann gerne der ganze Staub, beziehungsweise wird auch gerne angesaugt. Und wenn da kein Staubfilter drin ist, gelangt das Zeug in euren PC rein und verstaubt auch die restlichen Lüfter und Komponenten. Ist ein bisschen uncool, ein Staubfilter wäre hier sicher schön gewesen, aber ob sich das dann auch negativ auswirkt, das schaue ich mir natürlich dann im Test noch etwas genauer an. Ansonsten gibt es zum Boden nicht viel zu sagen, würde ich persönlich mal sagen. 4 Füße, 2 Lüftöffnungen und ein Staubfilter. 2 Staubfilter wären wir lieber und dann werfen wir nur noch einen Blick auf die Seitenteile. Bis gleich. Natürlich auch noch interessant ist denn, hey, wie sieht denn mein Fractal Design Core 3000 in der USB 3.0 Variante von der Seite aus? Da habe ich mir jetzt mal das Seitenteil hier geschnappt, beziehungsweise das Gehäuse so hingedreht, dass das linke Seitenteil wir uns jetzt genauer anschauen, weil das rechte Seitenteil sieht genauso aus, nur hat es eben keine Lüfteröffnung. Um gleich mal auf die Lüfteröffnung einzugehen, ihr habt hier noch die Möglichkeit in der Seite einen 140er oder einen 120er Lüfter einzubauen, für zum Beispiel zusätzliche Belüftung. Oder ihr schnappt euch einen beleuchteten Lüfter, dann kriegt ihr da vielleicht noch einen netten Effekt hin oder so irgendwas. Ansonsten eben, das ist das Seitenteil komplett geschlossen, wie ihr seht. Ist hinten, wie auch schon angesprochen, mit jeweils 2 Rändelschrauben fixiert und kann so einfach nach hinten abgezogen werden. Das wäre es soweit zu den Seitenteilen. Bilder gibt es natürlich dazu dann auch noch im Test. Im nächsten Teil des Videos kommen wir natürlich zum interessanteren Teil. Wie sieht denn das Core 3000 von innen aus? Wenn wir dann natürlich die beiden Rändelschrauben hier und hier an der Rückseite entfernt haben, können wir das Seitenteil nach hinten abziehen und das können wir dann hier neben dran stellen. Und dann haben wir einen Blick in das Innere des Fractal Design Core 3000 Computergehäuses. Da finden wir erstmal ein bisschen Zubehör, nämlich zum einen dieses sehr schöne gebundene und gedruckte Handbuch hier in einer Schutzfolie drin, dass das hier nicht nass wird, wenn ich das hier in der Wiese teste. Da hat Fractal Design wieder sehr gut mitgedacht, dass ich sowas mache. Und natürlich hier auch noch eine Diskettenlaufwerksblende, beziehungsweise für Kartenleser zum Beispiel für die Front, wenn ihr sowas in den 5,25 Zoll Schacht einsetzen möchtet. Und natürlich auch dabei das bekannte Fractal Design Zubehörkästchen, dieses Mal natürlich vom Core 3000. Was da drin ist, das findet ihr hier auf der Rückseite. Das sind sämtliche Schrauben für Mainboard, Festplatten, das Netzteil, ein Kabelbinder sind auch noch drin und ein Fan-Controller ist auch noch dabei. Was da alles genau drin ist, das schauen wir uns dann bei mir zu Hause an, beziehungsweise auf Fotos, weil wenn ich das jetzt hier in der Wiese verteile, dann müsste ich das ja nachher wieder einsammeln. Das wäre dann ein bisschen umständlich für mich. Dann natürlich, wie angesprochen, hier der Blick ins Innere des Gehäuses. Ich fange einfach mal mit dem Mainboard-Schlitten hier drin an, das ist das Teil hier. Da habt ihr die Möglichkeit, normale ATX-Netzteile, Micro-ATX-Netzteile oder auch ITX-Netzteile einzubauen. Sprich, da sollte dann für jeden was dabei sein, was er da reinbauen möchte. Je nach Mainboard-Größe natürlich habt ihr dann da mehr oder weniger Platz für Erweiterungskarten und so weiter. Aber das ist ja erstmal kein Problem vom Gehäuse, sondern von eurer Mainboard-Wahl.
Dann habt ihr natürlich hier die Möglichkeit, mit Kabelöffnungen zu arbeiten. Zum einen hier, hier und hier. Da könnt ihr die sauber hinter Mainboard-Schlitten verlegen. Das hat zum Beispiel Fractal Design hier schon mit den I/O-Anschlüssen getan. Das sind diese Teile hier. Die sind nämlich da schon unten raus verlegt, dass ihr die da sauber gleich anschließen könnt. Dann hier noch eine Öffnung zum Beispiel auch eben für diese Front-Panel-Anschlüsse. Die könnt ihr auch hier hinten rum und dann hier rauslegen als Beispiel. Dann am Boden eben hier die Netzteilaufbewahrungsstelle, sage ich mal. Das Netzteil ist hier auf 4 Gummifüßen gelagert, damit das eben Vibrationen reduziert und so weiter und so fort. Fixiert wird es hinten dran mit 4 Schrauben, auch schon angesprochen. Und dann könnt ihr hier eben die Kabel sauber durch diese Öffnung nach hinten, vorne, oben, unten und hinten rum verlegen, wie euch das dann so gefällt. Dann, vielleicht viel interessanter für uns alle, die beiden Festplattenkäfige. Die können bis zu 6 Laufwerke aufnehmen. Ob das 3,5 Zoll Laufwerke sind oder 2,5 Zoll Laufwerke wie eine SSD, das spielt hier keine Rolle. Ich ziehe hier gerade mal so ein Teil raus, dann zeige ich euch das mal kurz. Seht ihr hier diese 4 schwarzen Silikonringe in Anführungszeichen und die Bohrung hier. Das könnt ihr hier einfach hin und her versetzen, wie ihr das machen wollt. Und je nachdem, wo ihr diese Teile eben hin versetzt, könnt ihr dann da verschiedene Laufwerke einbauen. Auch noch sehr schön vielleicht, die Dinger sind aus Metall gefertigt. Also das ist kein billiges Plastik, wie man das von anderen Herstellern zum Beispiel kennt, wo man sich dann aufregt, dass das irgendwie labberig oder sonst was ist oder Angst um seine Daten hat. Das ist hier nicht der Fall. Alles schön aus Metall gefertigt. Die schiebt man gerade wieder rein und dann rasten die ein und dann ist das Teil auch drin. Wenn euch das nicht sicher genug sein sollte, könnt ihr hier an der Seite auch noch Schrauben reindrehen. Davon habe ich jetzt aber mal abgesehen in meinem Testvideo. Dann auch noch interessant, vielleicht ihr könnt den oberen Festplattenkäfig hier rausnehmen, indem ihr diese Schraube und diese Schraube löst und zieht ihr das Teil nach vorne raus. Da könnt ihr dann zwar 3 Festplatten weniger einbauen, aber ihr könnt zum Beispiel längere Grafikkarten einbauen. Denn ohne diesen HDD-Käfig könnt ihr 42 cm lange Grafikkarten einbauen. Ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt schon gibt. Zumindest ist mir gerade keine bekannt aktuell, 2013 im Oktober. Und wenn ihr den HDD-Käfig drin lasst, könnt ihr Grafikkarten mit einer Länge bis 27 cm einbauen. Sollte also für alle Normalmodelle, sage ich mal, die es so gibt, grob ausreichen. Dann hier oben natürlich der 5,25 Zoll Laufwerksschacht. Da könnt ihr, wie gesagt, ein CD-Laufwerk zum Beispiel reinbauen. Oder ihr sagt, hey, dieser Einbaurahmen, der hier noch fixiert ist mit diesen beiden Schrauben, da könnt ihr dann noch ein zum Beispiel 3,5 Zoll Laufwerk einbauen. Oder eben eine Festplatte, Diskettenlaufwerk, Kartenleser, was gibt es denn da sonst noch so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so sieht das Teil von innen aus. Dann noch vielleicht ein Wort zur Verarbeitung dieses ganzen Gehäuse, jetzt habe ich es. Sehr gut, wie immer von Fractal Design gewohnt, ist auch sehr schönes massives Stahlblech überall, bis auf die Front, die ist aus Kunststoff gefertigt. Ansonsten alles sehr schön verschraubt, sehr schön verarbeitet, keine scharfen Kanten. Ich habe mich auch noch nicht geschnitten an dem Gehäuse, wie das bei manchen anderen schon vorgekommen ist. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Empfehlt meinen Kanal doch weiter, teilt das Video, schreibt mir auf meine Facebook-Seite, schreibt mir Kommentare drunter. Ich freue mich da immer sehr drüber, auch wenn ihr jetzt gerade vielleicht nicht meinen Kopf seht im Video. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und bis dahin.